Guten Morgen, darf ich dir schon ein paar Fragen stellen? Ja, sehr gerne. Wer bist du und was machst du hier am Standort? Ja, ich bin der René und verantworte hier im schönen Schildertal die Asklepios-Klinik Schildertal im Wesen, das MVZ Niedersachsen und die Therapiegesellschaft. Wie lange bist du schon Geschäftsführer und wie bist du als Mensch und Führungskraft? Ja, ich darf seit September 2023 den Standort hier verantworten. Ich würde mich als sehr dynamisch und zukunftsorientiert bezeichnen. Und als Führungskraft insbesondere bin ich sehr fordernd, aber fördere auch alle Talente. Warum hast du dich für Asklepios entschieden? Ja, wir stehen alle vor einer großen Transformation im Gesundheitswesen. Die Klinikreform steht vor der Tür. Und wir bei Asklepios haben aus meiner Sicht die besten Voraussetzungen mit über 70.000 Mitarbeitern, 170 Einrichtungen, tollen Teams, genau diese Herausforderung zu bewältigen. Was sollte die Referentin unbedingt am Fach durch im Know-how mitbringen? Ja, die Bewerberin, der Bewerber sollte kommunikativ sein, sollte die Motivation zur Mitgestaltung haben, sollte sich auch aktiv mit den Berufsgruppen im Haus vernetzen können und zuverlässig sein. Kannst du uns den Verantwortungsbereich der Referentin der Geschäftsführung beschreiben? Ja, sehr gerne. So wie der Geschäftsführer die Gesamtverantwortung im rechtlichen und im kaufmännischen Sinne für die Klinik hat, so unterstützt der Referent, die Referentin in jedem Fall auch den Geschäftsführer bei allen Themen. Unter anderem die Investitionsplanung, die Monats- und Zielgespräche mit den Chefärzten, mit der Regionalgeschäftsführung, auch die Vorbereitung der Quartalsgespräche. Unter anderem mal Beispiele aus dem letzten Jahr, ein Tag der offenen Tür in der Organisation, die Digitalisierung in der Pflege im Rahmen des Zukunftsgesetzes oder auch unser Zukunftstag mit unserer Berufsfachschule. Was kannst du der Referentin an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten? Wir haben tolle, spannende Veränderungsprojekte aktuell hier in der Klinik im Rahmen der Klinikreform. Unter anderem auch Teilnahme an Ministeriumsgesprächen. Wir haben auch in unseren medizinischen Versorgungszentren tolle Herausforderungen, als auch in der Therapiegesellschaft. Und das bildet so einen Arbeitsalltag, glaube ich, sehr breit ab. Daneben können wir auch uns gut mit der Nachbarklinik in Goslar vernetzen, den Harzkliniken. Auch hier haben wir einen intensiven Austausch in der Region. Und natürlich ist das alles auch eingebettet in die Familie der Asklepios-Kliniken. Auch hier tolle Vernetzungsmöglichkeiten und viele interessante Projekte, die wir auch mit Erfahrung aus anderen Kliniken hier in unserer Region importieren können. Ja, vielen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Ja, sehr gerne. Wenn du dich angesprochen fühlst, in dieser tollen Umgebung mit mir gemeinsam die Herausforderung zu gestalten, dann bewirb dich gerne. Ich freue mich drauf.